Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des STR. Sie haben es sicher schon bemerkt, alleine sind Sie hier nie unterwegs. Egal ob morgens um 4 oder abends um 20 Uhr. In den Terminals ist immer richtig viel los und das 365 Tage im Jahr. Hier tummeln sich so viele Menschen wie in einer kleinen Stadt. Mit einem Unterschied? Die Gesichter ändern sich ständig. Die unterschiedlichsten Fluggäste starten und landen am Stuttgarter Airport, egal, ob sie von einem wichtigen Geschäftstermin kommen, ein Jahr ins Ausland gehen oder ihre Liebsten besuchen. Unsere Airport-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darum, dass ihre Reise wie am Schnürchen klappt. Einige haben Kontakt mit ihren Fluggästen, viele arbeiten aber auch hinter den Kulissen. Die Flughafenfeuerwehr zum Beispiel bleibt oft unsichtbar. Aber ohne sie darf keine Maschine abheben. Denn Sicherheit steht im Luftverkehr immer an erster Stelle. Wenn der Alarm losgeht, müssen die Feuerwehrleute in nur 3 Minuten an jeder Stelle des Vorfelds sein. Die Mannschaft übt regelmäßig für den Ernstfall. Auch die Flugzeugtechnikerinnen und Techniker treffen keine Reisenden. Sie checken die Jets durch, von der Nase bis zur Flügelspitze, vom Cockpit bis zum Triebwerk. 3 Maschinen des Typs A320 passen nebeneinander in den Hangar am STR. Rund um die Uhr sorgen auch die Airport-Duty-Managerinnen und Manager für Sicherheit. Sie sind die Schnittstelle zwischen den Teams von Flughafen, Airlines und Flugsicherung. Sie wachen über den Betrieb auf dem Vorfeld. Am Airport ist immer Teamarbeit gefragt. Besonders deutlich sieht man das, wenn ein Flugzeug wie sehr oft nur eine halbe Stunde nach der Landung wieder fertig ist für den Start. Damit das klappt, muss jeder Handgriff sitzen. Nachdem die Reisenden ihr Gepäck abgegeben haben, fährt es zunächst Achterbahn im Verteiler. Danach kommt es auf einen elektrischen Gepäcktransporter und wird zur Maschine gebracht. Dort laden es Mitarbeitende schließlich in den Flugzeugbauch, den sogenannten Belly, ein Knochenjob. Und während die Passagiere vor dem Start am Gate gemütlich einen Kaffee schlürfen, herrscht um die Maschinen Hochbetrieb. Der Catering-Dienst liefert Essen und Getränke an, Hubgeräte befördern Container und sonstige Fracht in den Laderaum. Gleichzeitig wird das Flugzeug mit frischem Wasser versorgt und der Treibstoff Kerosin in den Flügel gepumpt. Wie viel davon nötig ist, hängt mit der Länge der Flugstrecke, der Beladung sowie Wind und Wetter zusammen. Diese Informationen bespricht die Crew bereits, bevor sie an Bord geht, im sogenannten Operations-Gebäude. Bis die Reisenden mit dem Elektrobus an der Maschine ankommen oder diese über die Fluggastbrücken betreten, ist also schon einiges passiert. Die Jets, die am STR starten, befördern nicht nur Menschen. Nein, besonders eilige Fracht geht ebenfalls per Luftweg auf die Reise. Die vielen globalen Unternehmen der Region nutzen diesen Transportweg regelmäßig. Auch deshalb ist der STR seit Jahrzehnten ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Metropolregion. Einer der wirtschaftsstärksten in ganz Europa. Seit mehr als 10 Jahren verfolgt der STR außerdem sein Fairport-Konzept. Bei allen Planungen hat er den Klimaschutz im Blick. Dieser Vorreiterrolle will der Stuttgart Airport auch in Zukunft gerecht werden. Erklärtes Ziel ist es, bis 2040 alle CO2-Emissionen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Destination STR Zero. Darüber hinaus unterstützt der Flughafen die Forschung an den Antrieben von morgen. Ob nachhaltiges Kerosin oder Wasserstoff im Tank, umweltfreundliche Alternativen sind wichtiger denn je. Die eigene Fahrzeugflotte des STR auf dem Vorfeld ist bereits mit elektrischen Antrieben ausgestattet. Auch Solarenergie wird künftig eine noch größere Rolle spielen. Auf nahezu jeder freien Fläche soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Mit intelligenten Netzen, den sogenannten Smart Grids, werden schließlich Energieproduktion und Speicherung punktgenau aufeinander abgestimmt.
Die ersten Flugzeuge starten und landen ab 1908 am Cannstatter Wasen, später in Böblingen. Seit 1939 liegt der Airport auf den Fildern, 13 Kilometer von Stuttgarts Innenstadt entfernt. Am 3. Oktober 1948 nimmt Pan American World Airways nach dem Zweiten Weltkrieg wieder den regulären Flugverkehr ab Stuttgart auf. Heute gehört der STR als sogenannter Single Runway Airport zu den effizientesten Europas. Auf nur einer Bahn finden an Spitzentagen mehr als 400 Starts und Landungen statt. Das bedeutet, dass in der Rush Hour Jets im Minutentakt ankommen und abheben. Daher ist der baden-württembergische Landesflughafen gerade für Tower-Lotsen ein richtig spannender Arbeitsplatz. Sie beobachten das Geschehen auf dem Vorfeld sowie im umliegenden Luftraum, sorgen für einen reibungslosen Ablauf und natürlich geben sie auch den Piloten die Startfreigabe. Eurowings 8001, Tower, hello. Line up runway 25, Fire Bravo. Line up runway 25, Fire Bravo, Eurowings 8001. Eurowing 6 Papa Whiskey, wind 250 degrees, 6 knots, runway 25, cleared for takeoff, tschüss. Takeoff runway 25, Eurowings 8001, tschüss.